Hi Leute, es gab schon lange kein Beauty-Video mehr von mir und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euch dieses auffällige Augen-Make-up schminken könnt. Nicht nur im Fashion-Bereich ist es knallebunt in 2018, nein, auch im Make-up-Bereich darf man sich so einiges trauen. Also bunter Lidschatten ist auf jeden Fall angesagt, sogar Wimperntusche. Ich habe mich mal an die Farbe Grün gemacht, inspiriert von dem Bond Tone Shadow. Und gesehen habe ich das auf dem Catwalk, habe es natürlich direkt ausprobiert und möchte es gerne mit euch teilen. Für mein Schminktutorial habe ich mich für ein kräftiges Grün entschieden und beginne mit dem Auftragen auf dem beweglichen Augenlid. Und weil ich möchte, dass der Look insgesamt grafisch aussieht, schminke ich jetzt möglichst gleichmäßig über die Lidfalte hinaus. Ja, und das Grün intensiviere ich jetzt mit einem grünen Kajalstift und zeichne vor allem den Rand nach. Und der Vorteil an einem Kajalstift ist, dass ihr natürlich ein bisschen präziser noch arbeiten könnt. Am inneren Augenlid blende ich es mir jetzt ganz leicht mit einem Nude-Ton aus und unter die Augenbrauen setze ich mir noch ein bisschen Highlighter. Ihr wisst ja alle, das öffnet nochmal optisch das Auge. So, und das Ganze jetzt natürlich auch mit dem anderen Auge. Und zum Schluss mein Finish, die Wimperntusche. So, fertig. Ich habe für meine braunen Augen jetzt grün genommen und ihr könnt euch da wirklich austoben, was kühle und kräftige Farben angeht. Experimentiert ruhig ein bisschen rum, weil bei braunen Augen geht eigentlich fast alles. Ja, von Lila über Pflaumennuancen, über Khaki und kräftiges Blau. Probiert euch da einfach mal aus. Bei blauen Augen könnt ihr auf jeden Fall auf schöne Komplementärfarben gehen, wie Gelb und Orange. Und sind auf jeden Fall auch sehr auffällige Farben. Wem es ein bisschen zu doll ist, der kann aber auch umschwenken auf Aprikot und Rosé-Nuancen. Und auch Brauntöne sehen super aus bei blauen Augen. Da kommt das alles richtig schön zum Strahlen. Auch bei grünen Augen ist es genauso. Die Komplementärfarbe bringt das Auge schön zum Leuchten. Rot ist nun aber jetzt nicht jedermanns Sache. Aber da könnt ihr gut auf Rosé oder Pflaumentöne gehen. Die bringen das Auge genauso zum Leuchten. Wenn ihr es einen Ticken dezenter noch haben möchtet, dann probiert euch auf jeden Fall in den Grau- und Brauntönen aus und das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Beauty-Tutorials haben möchtet. Gern auch mit Vorschlägen, weil ich immer auf der Suche bin nach Ideen. Und ja, ich freue mich schon auf eure Kommentare und auch, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wiedersehen. Bye, bye.